Jo, was geht und willkommen zu einem ja ziemlich witzigen Video auf meinem Kanal und zwar dem ja vielleicht Camera Shake Command und wie ihr seht ja ziemlich nicer Command auf jeden Fall. Ja, ihr braucht wie immer Operator und dann noch unter den Einstellungen die Keys aktivieren und ja, das machen wir kurz. Also hier Operator und dann hier unten noch wie immer die Cheats. So. Wenn ihr das gemacht habt, dann gebt jetzt einfach in den Chat ein, slash Camera Shake. Und jetzt habt ihr zwei Optionen, einmal Add und einmal Stop. Heißt hinzufügen und entfernen im Grunde. Gut, wir fügen jetzt was hinzu. Und zwar auf uns selbst. Das Ganze geht nur auf Spiele, also nicht auf irgendwelche Tiere oder andere Sachen. Ausschließlich auf einen Spieler. Oder halt auf mehrere, je nachdem. Gut, jetzt die Stärke. Die Stärke 1 habt ihr ja gerade gesehen und wir können wählen zwischen 0 und 4. 0 ist halt gar nichts und 4 ist das Stärkste. Ich würde sagen, wir machen mal 2. Gut, jetzt auch die Sekundenangabe. Und ja, da würde ich sagen, macht mir mal so 10 Sekunden, dürfte reichen. Und jetzt haben wir noch positional und rotational. Ja, ganz normal sieht es so aus. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, eben einmal positional. Das Ganze sieht dann noch heftiger aus. Oder dann noch rotational. So. Das Ganze sieht dann nicht so aus. Also ihr seht schon, ja, Minecraft könnte dadurch so ziemlich mein Lieblingsspiel werden. Ist auf jeden Fall ziemlich nice zu zocken. Und ja, das war halt gerade mal Stufe 2. Wenn wir jetzt allerdings so gemein wären und hier eine Stufe 4 hinzufügen würden, um das Ganze auf 1000 Sekunden zu erweitern. Ja. Also eigentlich könnte man mal dadurch so eine Art Challenge machen. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie glaube ich, wäre das ganz geil. Ja, da wir das jetzt aber eigentlich nicht so wirklich haben wollen, würde ich sagen, geben wir einen Camera Shake. Stop. Ja, vielleicht sollten wir mal den Command noch fertig schreiben. Wäre eine Idee. So. Ja, passt. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal, allerdings jetzt wieder positional. Ja, sieht dann schon besser aus, aber ist jetzt auch nicht wirklich. Ah, X-Ray. Okay. Ich glaube, der Bug wird nicht mehr allzu lange verfügbar sein, also nutzt das aus. So, nun denn. Stoppen können wir das Ganze auch nochmal, indem wir hier dahinter dann nochmal den Spielernamen hinzuschreiben. Jo. Ja, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine persönliche Empfehlung, irgendjemanden, der euch nervt, einen Camera Shake Command zu geben und dann zuzuhören, wie ihr ausrastet. Also, müsst ihr natürlich nicht machen, aber ist so eine persönliche Empfehlung von mir. Ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao.